Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heul hier nicht rum. On the road. Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum bin ich hier mitten auf der Autobahn? Warum stehe ich hier? Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr es schon im SnowRunner Let's Play mitbekommen habt. Aber irgendwie macht meine PlayStation gerade irgendwelche Faxen. Ich habe keine Ahnung warum, weshalb oder wieso, was da los ist. Auf jeden Fall, ich habe von On Road die Disc-Version und ja, keine Ahnung. Irgendwie mitten im Game schmeißt meine PlayStation einfach die Disc aus und ja, dann ist dieses Let's Play halt für den Eimer. Mega nice, finde ich richtig gut. Bin ich mega begeistert von. Ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll. Keine Ahnung, das macht die alle paar Monate, macht die das mal. Ich weiß aber nicht warum. Ich habe keine Ahnung, was die da für Problem hat. Muss man mal nach googeln. Lief bis dato eigentlich ganz gut. Und ja, keine Ahnung. Die Folge, die ich jetzt gefahren habe, also ich bin jetzt ungefähr 200 Kilometer ungefähr gefahren schon. Lief also bis dato ganz nice und ja. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass wenn man eine Aufnahme macht, wie ich immer den CE-Fehler bekommen habe, hat er die Aufnahme gespeichert. Wenn er die Disk einfach rausschmeißt, interessiert es halt keinen. Dann ist die Videoaufnahme halt weg. Ne? Kann man mal machen. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, warum die das macht. Das macht die alle paar Monate, macht die das mal. So, und auch wenn die PlayStation aus ist. Also, ich bin da schon nachts von aufgewacht. Und weil meine PlayStation hier rumpiepen war. Dann hat die da, obwohl alles aus war und kein Strom, also schon klar, schon drauf, ist ja noch angestöpselt, aber alles andere war in Ordnung. Auf einmal piepst die dann mitten in der Nacht rum, hat so eine Disk rausgeschmissen, die noch drin war. Und fängt dann da an rumzurödeln. Ich versteh's nicht, keine Ahnung. Ja. Bin da jetzt auch nicht technisch so auf dem Stand, wo ich sage, ey, das kann da und da dran liegen. Ich habe keinen Dunst drin. Es ist zum Schreien, es ist nervig. Ich hoffe mal, dass wir jetzt wenigstens die Folge hier irgendwie einigermaßen über die Bühne kriegen. Und dann schauen wir mal. Also wir sind immer noch auf dem Weg nach Dortmund. Ich hatte ja da an dem Rastplatz da irgendwo kurz vor Hamburg, hatte ich ja meine Tour beendet. Und ja, wir sind hier jetzt noch 276 Kilometer vor Dortmund. Durch Hamburg sind wir durch. Bremen müssten wir jetzt gleich passieren. Und ja, schauen wir mal, ob wir da ankommen oder nicht. Oder ob das Let's Play dann stattfinden kann oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Problem ist, wenn sie halt die Disc wieder rausschmeißt, habe ich schon wieder keine Aufnahme. Fange ich schon wieder von vorne an. Hab ich ja Bock drauf. Ich habe mal so richtig Bock drauf. So einerseits der Vorteil, sage ich jetzt mal, wenn man wirklich so Download-Spiele holt, ne? Das Problem ist, PSN ist einfach teuer, zu teuer. Also da kann man sich Games immer im Angebot holen oder so, ja. Aber wenn ich da teilweise sehe, was eine Disc-Version kostet und dann im Store, wo ich mir denke, ja, moin, warum? Ne? Müsste eigentlich umgedreht sein, aber gut, okay. Der andere Vorteil ist halt, wenn du mal keinen Bock auf ein Game hast, könntest du es immer noch irgendwo verticken oder was. Selbst wenn du nur noch einen Zehner dafür kriegst oder so, aber dann wäre es okay. Wir wissen es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, warte mal, ich muss glaube ich geradeaus. Ne? Ja. Wir bleiben geradeaus. Wir fahren trotzdem hier mal auf die rechte Spur. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja. Ich hoffe jetzt mal das Beste, dass es jetzt für die Folge noch durchhält irgendwie. Und dann muss ich da mal nach googeln und mal schauen, woran das liegen könnte, dass die anfängt, Disc rauszuschmeißen. Blödes Ding.
Vor allen Dingen, ich sag mal so, ne? Die ist ja drin, die arbeitet ja eigentlich. Kein Mensch drückt irgendwas, also. Das ist irgendwie eine Sache, die will mir irgendwie nicht so ganz in den Kopf, aber naja, gut. Vielleicht hat ja einer von euch eine Erklärung, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn jemand weiß, woran das liegen könnte. Weil die läuft ruhig. Die läuft nicht heiß oder sonst irgendwas. Alles im grünen Bereich. Ich habe noch keine Ahnung, woran es liegt. Und wenn nicht, dann nicht. Ne? Haben wir Pech. So, erstmal gucken, dass wir jetzt in Dortmund ankommen, abladen können. Und dann weiter Richtung Köln. Das ist ja unser Hauptziel, wo wir hinwollen. Dann muss ich auch noch mal schauen, ob jetzt meine anderen Fahrer da, wie weit die sind. Mehr Fahrer als die drei, die ich habe, werde ich auch nicht einstellen. Ist mir zu nervig, zu stressig. Und die machen genug Kohle, also. Die können es ja eh nur so ausgeben. Von daher wurscht. Ja, wir sollten weit genug weg sein, dann können wir mal hier ausscheren. Den Tupp ist hier mal überholen. Was ich in der Aufnahme davor hatte bei Hamburg, da hatte ich schon wieder zweimal auf der Autobahn das Fahrzeug stehen geblieben sind. Danke dafür. Ich konnte glücklicherweise ausweichen. Jetzt nicht allzu tragisch. Ich habe es früh genug gesehen, dass sie da stehen. Und konnte dementsprechend reagieren. Aber sie standen halt wieder da, ne? Man kennt es. Also meine PlayStation macht mir gerade echt ein bisschen Sorgen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe mal, die kackt mir nicht komplett ab. Ey. Weil dann habe ich ein Problem. Weil dann werden erstmal eine Zeit lang keine Videos kommen. Und das wäre ein ganz großes Problem. Das wäre so ein richtig großes Problem. Fände ich alles andere als gut. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Naja, vielleicht kriegt sie sich ja jetzt wieder ein. Wäre schön. Wäre auf jeden Fall nice. Wie gesagt, wenn einer von euch das Problem kennt oder so, oder einer da eine Lösung hat oder eine Idee hat, gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das würde mich ja dann doch mal interessieren. So, das macht die alle paar Monate, macht die das mal. Ja, ich habe bis dato immer noch nicht rausgefunden, wo das liegen könnte. Oh, oh, Alter. Ja, moin, danke. Dumme Sau. Ja, wir fahren weiter. Kein Schaden erlitten, alles gut. Bisschen berührt, soll ich mal nicht anstellen. Gar kein Problem. Ach ja. Irgendwie ist immer was Neues, ne? Irgendwie geht immer irgendwas anderes kaputt.
hoffe nur nicht, dass das Laufwerk jetzt irgendwie mal so einen Geist aufgibt oder so. Das wäre ganz schlecht. Wobei, kann eigentlich nicht, ganz ehrlich. Warum sollte sie? Die läuft ja sonst ganz ruhig. Sonst macht ihr eigentlich... Ja, okay, doch. Die ist... Im SnowRunner-Let's Play, was ich gemacht hatte, ist einfach ausgegangen. Habe ich aber auch nicht verstanden, warum. Da war anscheinend irgendwo ein Fehler, irgendwo ein Kommunikationsfehler, was weiß ich. Auf jeden Fall ist er einfach ausgegangen. Die war nicht heiß, die ist nicht heiß gelaufen, gar nichts. Und irgendwie wollte sie nicht. Hat die vorher auch noch nie gemacht. Die hat auch nicht überdreht oder so, ne, dass sie irgendwie voll hochtourig gelaufen ist oder so, ist gar nichts. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es irgendwie merken, wenn hier irgendwie was Gravierendes ist. Ich hoffe nicht. Transport, so mal weg. Ah, sieht auch ganz nice aus, ne? Auf nach Dortmund. Ich könnte mal wieder die Spur wechseln. Ey, wisst ihr, was nice wäre? Das hatte ich aber auch schon in der Aufnahme gemacht, die jetzt flöten gegangen ist, gesagt. Wenn hier so landschaftlich hier nochmal so ein bisschen Abwechslung reinkommen würde, ne? Das ist schon teilweise ein bisschen trostlos. Könnte so ein bisschen mehr Action rein, so ein bisschen mehr Spannung. So ein bisschen mehr irgendwie zu gucken hat, ne? So hier fährst du einfach nur stumpf dagegen rum. Schläfst bald ein. Stunde 48 haben wir noch, verdammt. Ich glaube, jetzt wird es dann im Endeffekt doch ein bisschen eng von der Zeit her. Dass ich irgendwo doch nochmal schlafen muss zwischendurch. Ich weiß nicht, ob wir das in der Stunde 46 noch bis Dortmund schaffen, 170 Kilometer, könnte was eng werden. Ein kleines bisschen. Überlegen, ob ich hier tanken gehen soll. Na, warten wir noch ein bisschen. Wir können ja noch ein bisschen was fahren, ne? Wie weit kommen wir noch? 545 Kilometer, ja, easy. Gar kein Problem, kommen wir sogar noch bis nach Köln mit. Bulli-Rennen. Wobei der eigentlich ja viel schneller sein müsste, natürlich.
schön auf der A1 Richtung Dortmund. In den Abend hinein. Auf Easy Way. Wird, glaube ich, sehr, sehr eng von der Zeit, also von meinem von meiner Fahrzeit her. Ich glaube kaum, dass wir das noch schaffen. Stunde 30, 142 Kilometer. Naja, das werden wir safe nicht schaffen. Also 20 Minuten haben wir jetzt gebraucht für, was hatten wir? Ungefähr 30 Kilometer. Nee, kriegen wir safe nicht hin. Dann werde ich im nächsten Rastplatz mal eine Schlafpause einlegen müssen. Dann werde ich wohl oder übel nicht drumherum kommen, ne? Naja, gut, okay, was willst du machen, ne? Kannst du halt nicht ändern. Ist ja nur die Frage, wo jetzt hier noch ein Rastplatz kommt. Ich glaube, ich hätte besser gerade eben den einen genommen, aber na gut, okay. Irgendwo werden wir noch einen finden. Oh, E-Mail erhalten. Okay. Scheint wieder ein Fahrer angekommen zu sein. Sieht zumindest danach aus, ne? Wo ist ja richtig Verkehr? Was ist denn hier los? Ich natürlich an den hier nicht vorbei, ne? Komm, Junge, gib mal ein bisschen Gummi da. Mal ein Tempomat rein so lang. Ein bisschen entspannteres Fahren. Vor allem ist es entspannt langsam, ne? Ja gut, ne? Ist halt so. Elefantenrennen. Digga, bleib auf deiner Spur. Ich versuche auch auf meiner zu bleiben. Ich habe gesagt, ich versuche es. Ich habe nicht gesagt, ich tue. Oder schaffe. Oder wie auch immer. Stündchen fahren. Oh, jetzt haben wir aber ein bisschen mehr geschafft von der Zeit her, oder? Aber es wird trotzdem nicht reichen. Fahr doch mal. Weißt du, sonst fahren die LKW-Fahrer so Vollgas, ja. Immer drauf. Und jetzt? Leider nein, leider gar nicht. Komm, gib mir mal hier einen Rastplatz. Wir müssen dann so langsam uns mal Gedanken machen hier wegen Schlafen. Wäre nicht schlecht. Also einer muss auf jeden Fall noch kommen am besten. Vor Dortmund. Das wäre richtig gut.
Wir sehen, ne? Ob da noch einer kommt oder nicht. Ich hoffe mal, dass da vorne jetzt so ein Schild aufplöpft. Was es aber nicht tut! Verdammt! Vor allem, ich hänge hier voll zwischen den LKWs fest. Jetzt weiß ich, wie sich normaler LKW-Fahrer fühlt. Oder vorne kommt ein kommt das Schild oder schon der LKW? Ich glaube, es war der LKW. Wäre ja zu schön gewesen, ne? Komm, gib mir noch einen Rastplatz hier. Ich muss doch nur ein bisschen schlafen. Wobei ich sagen muss, ich könnte in Real Life jetzt auch ein bisschen pennen. Wäre jetzt auch nicht verkehrt. Irgendwie habe ich mittlerweile Zweifel daran, dass ich irgendwie da jetzt noch einen Rastplatz bekomme. Man weiß es einfach nicht. Boah, jetzt so eine Runde schlafen wäre echt nice, ne? Ganz ehrlich. Wer fühlt das auch? Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr das Video seht, werde ich sehr wahrscheinlich schlafen. Hatte ich am Montag schon im Stream angekündigt, dass ich ja heute, wenn ihr das Video seht, schon meine Dröhnung bekommen habe. Soll es ja ein bisschen Müdigkeit geben dann, ne? Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Komm, jetzt gib mir hier noch einen Rastplatz, bitte. Ich habe nur noch 36 Minuten Fahrzeit. Ich muss irgendwo mal anhalten. Ganz schlecht, aber gut. Andererseits, wir haben nur noch 59 Kilometer bis Dortmund. Gut, das heißt aber nichts. Ich schleiche hinter denen hierher. Kommen wir echt ja nichts, ne? Verdammte Axt. Naja gut, egal. Was soll man machen? Wir können es ja jetzt eh nicht ändern. Müssen wir irgendwie ausharren bis nach Dortmund. Und dann müssen wir wahrscheinlich dann irgendwo... Ja, keine Ahnung. In Dortmund selber dann irgendwo schlafen gehen. Das Problem ist, ich komme hier aber auch an denen nicht vorbei, ne? Aber ich meine, gut, okay, aber wiederum auch nicht okay. Zurück auf die Strecke. Oha, hier, warte. Ich glaube, da kommt ein Rastplatz. Oder
Oder ist das die Ausfahrt? Das ist, glaube ich, die Ausfahrt, ne? Ah, verdammt. Komm, Leute, ich brauche einen Rastplatz. Nach Möglichkeit in 18 Minuten. In schnellen 18 Minuten. Sieht nicht danach aus. Verdammt. Es gibt viel zu wenig Rastplätze in Deutschland. Safe. Wer ist derselben Meinung? Schreibt es mal in die Kommentare. Ah, so kann man mal fahren, ne? Geht klar, geht klar. Easy. Sprit wäre auch nicht schlecht. Sprit könnten wir auf jeden Fall dann in Dortmund auch nochmal nachtanken. Oder vielleicht in Köln? Ah, mal gucken. Das wäre auch noch was, ne? Wenn hier so die Spritpreise so ein bisschen variieren würden. Oder mal rauf oder mal runter gehen. Also ich habe es letzte Woche auch mal gehabt. Da bin ich losgefahren. Und da habe ich mir gedacht, alter Schwede, was kostet denn der Sprit jetzt? Und dann bin ich dann... Was? Warum? Ist der PKW-Meter jetzt hinten drauf geballert oder was war da los? Alter, aus welchem Grund habe ich denn jetzt die Ladung beschädigt? Ich bin doch nur gerade ausgefahren. Was soll denn der Quatsch? Oder ist er mir da hinten drauf gesammelt? Ich könnte ja schon wieder schreien, ne? Ja, ist gut. Das habe ich mir nämlich jetzt. Ja, alte Klappe. Aber warum habe ich denn jetzt gedacht, da war doch keine Auffahrt oder was, oder doch? Und selbst wenn, ich dachte, die PKWs reagieren jetzt. Breaking News, tun sie nicht. Kann ich auch schon wieder kotzen, ne? Fährst du ganz normal? Oh, Schaden, hä? So, jetzt muss ich hier irgendwo erstmal was zum Pennen finden. Also vielleicht hier in der Ampel schlafen, ne? Ja, wovon wollte ich noch mal erzählen? Ich habe keine Ahnung. Achso, doch, von Sprit. Da bin ich losgefahren, halt, ne? Hier bei mir, voll teuer. Bin dann ein paar Kilometer, okay, es waren schon so 20, 30 Kilometer weitergefahren. Andere Ortschaft, konnte ich 18 Cent pro Liter sparen. Da habe ich natürlich getankt, ne? Ja, ich weiß, welche Ruhepause ein Ding ist. Ist mir bewusst. Also 18 Cent, wo ich gespart habe, pro Liter, ist schon happig, ne? Muss man schon sagen. Da habe ich mir auch gedacht, ja moin. Ja, ich weiß es, mir ist es bewusst. Ich habe hier noch keine Möglichkeiten anzuhalten, halt die Klappe. Außerdem ist da hinten mein Zielort, also doppelt Klappe halten.
fahren wir jetzt noch hin. Soweit muss es jetzt noch reichen. Wahrscheinlich kriege ich dann eh eine Strafe, also von daher ist es eh wurscht. Wenn hier nicht überall rote Ampeln wären, wäre ich schon längst da. Oh Gott. Okay, der war knapp. Und weiter geht's. Was ist das? Dass ich die Lenkzeit hier mal überschreiten bin? Ich kann es ja nicht ändern. Gib mir Rastplatz, dann passiert sowas nicht. Außerdem sind wir jetzt da, also. So. Herrlich, da sind wir doch schon. Wie ist immer. Muss man hör auf zu schreien. Ist egal. Ich stelle mich jetzt hier hin. Einfach querstellen. So. Motor aus. Zack. EU-Kontrollgerät. Modus ändern. Und Cham. Da haben wir doch auch schon mal gepennt. So. Kontrollgerät. Modus ändern. Herrlich. So. Bist du zufrieden? Vielen Dank. Eins nicer Traum. Sehr schön. Ja, da sind wir doch hier angekommen. Finde ich doch sehr, sehr gut. Zwar jetzt hier. Ja, schon mal zum Fachbüro gehen, ne? Zack. So, Frachtraumtüren sind offen. Dann wollen wir den LKW wieder andocken und dann läuft der Hase doch richtig jod. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier in Dortmund noch woanders hin muss. Wir werden es erfahren. So, warte mal, ich versuche das jetzt mal so. Ich will jetzt mal schauen. Oh mein Gott. Das kann ja nur eine Katastrophe werden. Achso, Parkbombe raus. Also so geht das auf jeden Fall gar keinen, weil ich auch da gar nichts sehe. Und auch da auch nicht. Wow. Nee, das müssen wir in der Außenansicht machen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Halt, stopp! Nice eingepackt. So. Waren abgeliefert, was? Frachtraumtüren schließen. Ja, Moment. Darf ich erstmal hier. Gib mal bitte irgendwie. Also. Oh, Dankeschön. Das Gepiep ist ja fast nicht nervig, ne? Aber gut. Egal. Ah. Licht. Sieht auch mega nice aus. Kann was. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, machen wir aber jetzt hier Folgenende. Bevor wir weiterfahren. Jetzt habe ich den Scheibenwischer angemacht. Das wollte ich ja gar nicht. Ah, Scheibenwischer wieder aus hier. Voll der Scheiß. So. Und, ja, schauen wir mal. Wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Ich glaube, wir müssen nach Köln. Ich meine, wir können ja mal ganz kurz reingucken. Genau, wir müssen jetzt nach Köln. Können ja mal gerade schnell schauen, ob die hier noch irgendwas in Köln haben. Achso, toll. Hä, warum? Halt's Maul. So. Oh Mann! Was? Oh, okay, ne, das ist richtig. Schauen wir mal eben auf ganz schneller Basis. Haben die noch irgendwas, was ich hier mit nach Köln mitnehmen kann? Nein. Ja. Ja, komm, nehmen wir noch eben mit. Dann haben wir das hier noch drin. Läuft.
Und ja, dann schauen wir mal, dass wir in der nächsten Folge dann Richtung Köln fahren. Ne? Gar kein Problem. Und ja, dann passt das. Ne? So, Frachtraumtüren schließen. Ne, die Ware muss noch mit. Dankeschön. So, jetzt können wir hier schließen. Ist da jetzt alles drin? Ich hoffe. So, passt. Sehr schön. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Obwohl, ne, gesagt habe ich ja noch nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren, bewerten nicht vergessen. Und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen, vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, ne, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.